Hey Leute und guten Morgen aus Schweden. Wir sind endlich in Schweden angekommen. Die Nacht auf der Fähre war echt nicht tiefenentspannt. Es war mega kalt. Es war ein sehr starker Seegang. Und naja, übergeben muss ich mich Gott sei Dank nicht. Also ich bin seetauglich und kann dann auch einen etwas stärkeren Seegang auch ab. Es war schon ziemlich lustig, die ganze Zeit Wellen und auch das andere. Eigentlich wollte ich den ersten Vlog in Schweden starten, hier in Malmö. Ich bin gerade in Malmö, wir haben kurz was zu essen gekauft, kurz eingecheckt und jetzt geht's nach Göteborg. Aber es ging nicht, denn wir hatten ein Problem. Das Problem hieß, anderthalb Wochen vor Abfahrt der Fähre wurde einfach die Fähre gecancelt. Das hieß einfach, statt Sonntag um 7, jetzt ist gerade Sonntag 9 Uhr, wurde ich eingeplant auf Sonntag 14 Uhr. Das heißt also 6 Stunden Fahrt. Ich wäre also Sonntag um 20 Uhr erst in Schweden angekommen. Und ich habe gesagt, nee, tut mir leid, ey, das ist mir einfach too much. Darauf habe ich keine Lust. Deshalb sind wir Samstag um 23 Uhr losgefahren, haben natürlich Nacht auf der Fähre verbracht und konnten vorher nochmal in Rostock alles ein bisschen abchecken, weil dort war ich auch noch nie auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich dachte so, geil, mache ich auch mal. Aber jetzt geht es nach Göteborg. Und kleine Info für euch, ich habe das interne Mikrofon in der Kamera, denn das externe Mikrofon, das hat irgendwie die ganze Zeit so einen Störsender hier drin. Und ich glaube, es war schon öfters auf den ganzen Roadtrips, dass ich immer einen Störsender drin habe. Deshalb habe ich das jetzt abgekoppelt. Ich hoffe, der Sound ist gut. Schreibt mal gerne in den Kommentaren, wie der Sound ist. Aber wir fahren jetzt erstmal nach Göteborg. Waking up, your clothes are on my floor. Maybe I should change the lock that's on my door. Cause I like it better when I miss you. You like it better when I kiss you. Don't you think that I'm already yours? Cause you're on my couch and watching fucking sports. I like it better when I miss you. You like it better when I fuck you. Don't go too fast unless I ask. Don't go too slow. Göteborg ist nicht nur durch den Hersteller Volvo bekannt, Göteborg ist auch bekannt wegen dem größten Freizeitpark Nordeuropas, nämlich den Liseberg. Und gerade zur Weihnachtszeit soll dieser Freizeitpark einer der schönsten Winterwunderländer Europas haben, oder beziehungsweise Schwedens. Und deshalb werden wir uns natürlich diesen angucken. Optimales Timing haben wir gerade. Es wird gleich langsam dunkel, dann kann man natürlich schön die Farben einfangen. Also das ist nämlich das Highlight dieses Roadtrips zum Liseberg. Ich bin nun wieder in Malmö unterwegs, aber ich muss natürlich diesen Vlog noch einmal beenden. Und ich würde sagen, der Liseberg auf jeden Fall eine Empfehlung wert, dort mal hinzufahren. Es gibt natürlich auch bestimmte Fähren, die von Travemünde, von Lübeck glaube ich auch und von Rostock natürlich und so auch dorthin fahren. Und das Coole ist dabei, es ist wirklich super, super wunderschön dort, das Winterwunderland, einer der schönsten Winterwunderländer in Schweden. Und ich weiß auch nicht, welcher Freizeitpark in Deutschland das so krass macht, wie hier in Schweden, in Göteborg, der Liseberg. Wir gucken uns aber noch einen weiteren Freizeitpark an in Kopenhagen, nämlich den Trivoli. Und dort bin ich gespannt, wie geil der ist. Das seht ihr aber erst nicht im nächsten, sondern in den darauffolgenden Vlog. Also lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und auf Wiedersehen. Ciao.